Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir haben ein vorgestellt und Legend of Keepers, die Vorschau Nummer 2 ist das. Und wir hatten ja letztes Mal, ich glaube es war das Tutorial, und jetzt machen wir einen neuen Spielstand hier, erstellen. Und nein, das kennen wir ja jetzt schon und dann geht's hier nämlich los. Ganz schön schreiend, du denn, ne? Naja, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns hier den ersten Level oder was es auch immer ist an und wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. So, dann wollen wir mal hier weiter voranschauen, dass wir da hinkommen und dann starten wir mal das Ganze. Welcome to the company, Mog. I am delighted to have you with us. We'll need your fabled management techniques. We're putting you in charge of a little team in the old empire, a region overrun by humans. It's up to you to gather the monsters in the area and teach them how to defend themselves. Turn them into great employees, ready to give their lives multiple times for the company. Also, alles klar, wir müssen gucken, dass wir da so ein Exil-Eckchen sozusagen da was machen, dass da die über häufigen Menschen da zurückdrängen sozusagen. Ja, wollen wir mal gucken, wie es da weitergeht, oder? Wieder eine Aufgabe, Woche 1, aktuelle Woche. Ja, kann man wahrscheinlich nur das wählen. Vorbereitungsphase. So. So, der erste, da müssen wir den Monster aufstellen. Wir haben hier diese drei, die da kommen werden. 175, 220, 190. Und die sind total happy. Wir haben Attacks, wir haben Gromok und wir haben, ach, die sind immer noch die gleichen, ne? Also ich denke mal, das ist der Tank. Den machen wir mal da hin. Das ist hier auch noch einer. Will ich da hin machen und er kommt dort hinten hin, ne? Das ist ja der Fernkämpfer, der in der hinteren Reihe ist. Hinten Körperschaden. Wenn er vorne ist, ist er Körperschaden. 10 Leben beim nächsten Zug. Also das ist der Tank, der muss vorne sein, ne? Ich glaube, das ist schon so richtig. Zweite Runde ist eine Falle. Da können wir eine Kreissäge machen. 10 Körperschaden wendet Bluten 2 an. Oder wir hatten hier noch Versammlungshorn. 10 Moral wendet aufgebraucht auf die nächste Monstergruppe an. Ja. Knochenkatapult. Das hört sich eigentlich noch mit am besten an, ne? Da gibt es gleich einen Körperschaden. Ja, leider kann ich nicht sehen, was der Aufgebrauch 3 ist. Ich würde aber dieses... Nee, das ist... Nee, ich glaube, wir nehmen 1 oder 3, einfach um auszuprobieren, was es ist. Und ich tippe da mal auf 3, weil noch alle da sind. Nächster Schritt ist dann Zauber, den haben wir wohl nicht, oder wie? Ist das jetzt hier der Zauber? Ne, wir sind schon hier, ne? Wieder eine Falle. Ich nehme da mal 10 Körperschaden und guck mir das an, wie das funktioniert. Warum wir hier den übersprungen haben, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hier gibt es jetzt drei andere Monster. Und Toter. Eisschaden hinten. In allem Geschwindigkeit um 40 reduziert. Hinten, wenn er... Okay. Also er ist der Tank, das heißt, er kommt vorne hin. Er macht hinten 60 Feuerschaden. Er macht 50... 15 Eischaden, wenn er verlangsamt an. Ich glaube, dann machen wir ihn dahin und ihn hier.
Den Feuerschaden finde ich schon ganz cool, wenn er da hinten ist dann und bestätigen. Und los geht's, oder wie sehe ich das? Kampf. Wir können jetzt den Goblin-Trick anwenden oder Dingens vergiften Dolch. Ich nehme, glaube das Vergiften, weil das wirkt wahrscheinlich länger. Sehr gut. Und unser Skelett hat noch einen Giftfall. Naturschaden. Oh, ich glaube, wir nehmen den Natur, diesen hier. Ja, das ist ja schon mal gut. Und dann geht es ja auch noch ein bisschen später weiter, oder? Oh, da waren alle drei betroffen. Okay, das war natürlich jetzt der Hammer hier. Körper erschreckenscheide. Machen wir mal den hier. War jetzt auch nicht so der Bringer, ne? Naturschaden 95, Gift 3 an. Hinten oder vorne? Hinten, der wäre dann weg, ne? Zack. Weg ist er noch nicht, ne? Aber ihr versteht, was ich meine. Und jetzt können wir das auslöschen, oder? Sag nicht, der ist noch da. Der ist tatsächlich noch da, Alter, ey. Okay, das war's dann für uns in dieser Runde. Okay, jetzt kommen sie alle drei und da geht das Füllhorn los. Jetzt sind die demoralisiert. Okay. Und hier gibt's einen Zauber. Achso, den können wir jetzt aussuchen. Brennende Peitsche, 60 Feuerschaden, lass keine Gnade walten, wenn du aufgebracht hast, nächsten Monstergruppe an. Und das hier ist 24 Mal, wenn du entsetzen 4 an. Durch Angriffe und Fallen erlitt den Moralverlust um 50%. Ne, will ich jetzt nicht, verursacht Schaden und Moralverlust um 30%. Ich würde jetzt die 60 Feuerschaden wenden. Und das war ein ordentlicher Treffer für die erste Person da. Ich hoffe, jetzt sägen wir hier zweier weg. Nee, noch nicht. Sind alle drei noch da, aber zwei davon voll lediert. Wie Feuerball kann da ihm nichts ab. Aha. Oder heißt das, der ist dann tot? Weiß ich nicht. Vielleicht machen wir das. Das hat tatsächlich Schaden gekostet, oder wie sehe ich das? Okay. So, Eisblock. 65 Schaden hinten. Und 20 Schaden. Für alle Bereiche. Machen wir mal. Und verlangsamen ist auch cool. Einer ist... Nein, das kann ja jetzt hier nicht sein, ne? Vorne. Dann ist der weg. Ja, zack. Dann will ich doch lieber den weg haben. So, jetzt noch einer da. 72 Feuerschaden kann ja nur richtig sein, oder? Der Eisblock sind 60 Eisschaden. Hey, wir haben sie frühzeitig getötet. Das ist doch schon mal richtig cool gewesen, oder? Helden verwundet, 0 Durchschnitt verteidigt, 87. Und jetzt kann ich hier einen aussuchen, oder? Skelettjäger. Also 100 haben sie alle. Der braucht 6 Bier, der braucht 7 Bier. 40 Kraft, 50 Kraft, Geschwindigkeit 20. Das sieht ja sehr gut hier aus. Monster hinter Skelettsoldaten erleiden 15% weniger Schaden. Aber hier sieht es natürlich besser aus mit dem... Und
rasiert im Moral 30 Eisschaden. Ich glaube, der hier kommt mir am besten vor, aber er trifft immer nur den vorderen. Schweinemensch. Nehmen wir, oder? Nächster Zug wird übersprungen, keine Aktion möglich. Rüstung um 40 reduziert. Minus 10 Leben beim nächsten Zug, 50 Körperwände bluten 2 an, passiv 10 des Gesetzes. Ah, wohl, vielleicht ist der ja gar nicht so schlecht, oder? Ja, 15 Mal im nächsten Zug, okay. Ich glaube, wir entscheiden uns für den hier, oder? Der ist auch so ein bisschen passiv, dann können wir... Das ist schwierig, ne? Der würde mal den mittleren treffen. Der geht auf den vorderen, der geht auf den vorderen. Ach ja, was ist das hier? Die Bier? Weiß keiner, ne? Hinten und Mitte. Wir nehmen den. 30 Eisschaden, Moral, wir nehmen. Ja, komm. Irgendwen müssen wir ja mal nehmen, ne? So. Motivation. Hier sehe ich nur was. Alle aktiv, alle Level 1. Achso, das ist hier, wie sie wohl aufsteigen. Wähle eine Aufgabe in Woche 2. Ja. Was machen wir denn da? Händler? Kaufe diesem skrupellosen Händler Monster und Fallen ab. Bezahle Gold, um deine aktiven Monster zu trainieren. Bezahle Gold, um deine aktiven Fallen zu verbessern. Ich glaube, wir sollten die Monster erstmal trainieren, oder? Trainer, zweite Woche. Gromok. Trainieren, 250. Wo ist denn unser Gold? Da, 437. 175. 100. Den würde ich ja erstmal... Das kommt dazu, oder was? 15 Energie, 10 Kraft, Feuerschaden plus 10, Eis plus 10, Rüstung bleibt, Natur und Luft wird besser und Passiv kommt dazu. Ja, ich glaube, den wollen wir trotz alledem mal trainieren. So, jetzt müssen wir überlegen, ob wir... Ach, da ist auch noch einer. Der war in der zweiten Runde Undobus. Der kann dann den vorderen Schaden noch dazu kriegen. Würde Lebensenergie dazu bekommen und Geschwindigkeit. Der war auch nicht schlecht, ne? Was war mit ihm jetzt hier? Vorne Angriff fügen an zu den Stapel Gift hinzu. Hinten erhält Ausweichen 1 und 40 Geschwindigkeit zu Beginn eines Kampfes. Natur dazu plus 20 Dingens. Ja, dann wird er länger halten auf jeden Fall, ne? Ja, die können wir uns sogar noch leisten, ne? Vorne Angriffe fügen ein zusätzlichen Stapel Gift hinzu. Ich würde es mal mit dem machen, oder? Wie viel kostet der? 125 und der kostet 100. Dann würde ich auch nicht zwei mehr schaffen. Ich müsste mich für einen entscheiden. Der würde noch im zweiten Zug dann die 15 Leben kosten. Also ich würde erstmal die erste Reihe verbessern wollen. Das mit dem Gift ist natürlich nicht schlecht, ne? Und der hat natürlich 15 Leben im nächsten Zug. Ich glaube, wir machen erstmal den und sparen uns den Rest auf. Ach, da kann man sogar nochmal aufleveln, oder was? Nein.
Gut, dann haben wir das hier gemacht. Können wir hier nur verlassen. So, kommen wir in Woche 3 an. Da gibt es den Alchemisten. Verwandle Blut oder Tränen in andere Ressourcen zu wenig Ressourcen. Und da haben wir Ereignisse. Kümmere dich um Probleme im Büro und den alltäglichen Verwaltungswahnsinn. Ja, gucken wir da mal gerade rein. Direkter Beitrag. Der Doktor hatte eine geniale Idee. Warum nicht zynisch Blut oder Tränen direkt von deinem Angestellten sammeln? -1 Motivation für alle verfügbaren Monster. Tränen oder Blut? Ach so, die kann ich dann hier steigern. Von toten Helden gesammelt. Ja, ablehnen. Nee, aber wir könnten mal die Tränen nutzen, weil wir hier keine Tränen haben, oder? Ach so, das hier ist -1 von dem Bier hier. Was ist das? Ist die Motivation das? Warum nicht zynisch Blut oder Tränen direkt von einem Angestellten sammeln? Ah, Motivation 1, okay. Und dann gibt's... aber diese 49, die sind ganz interessant, ne? Ich weiß nicht, wofür man sie braucht, aber ich würde es mal nehmen. Einfach mal so. So, und dann sind wir in Woche 4. Aber ich würde sagen, hier machen wir erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, beziehungsweise Vorschau.